Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, seit wir Grünen vor 2,5 Jahren hier in den Landtag eingezogen sind, seitdem setzen wir uns kontinuierlich für mehr Transparenz in unserem Bundesland ein. Ich erinnere hier an unsere bisherigen Transparenzinitiativen. Wir wollten die Nebentätigkeit von kommunalen Mandatsträgern veröffentlichen, damit etwaige Befangenheiten frühzeitig erkennbar sind. Wir wollten eine Fördermitteldatenbank einführen, damit jeder im Land weiß, welches Unternehmen welche Förderung erhält. Wir wollten mehr Transparenz in der Wissenschaft, damit mögliche Abhängigkeiten von Drittmittelgebern offengelegt werden und die Freiheit von Wissenschaft und Lehre gesichert wird. Und wir wollten, dass die Ausschüsse des Landtages in Zukunft prinzipiell öffentlich tagen, denn die öffentlichen Angelegenheiten gehören nicht in stickige und dunkle Hinterzimmer. Meine Damen und Herren Abgeordnete, für all diese Initiativen haben wir Grüne Ihnen hier im Plenum in den vergangenen 2,5 Jahren ausgearbeitete und beschlussreife Gesetzentwürfe und Anträge vorgelegt. Doch SPD und CDU haben alle Transparenzinitiativen abgelehnt und deswegen steht natürlich auch zu befürchten, dass Sie heute auch das von uns Grünen vorgelegte Transparenzgesetz ablehnen. Warum eigentlich, möchte ich Sie fragen. Warum eigentlich? Hamburg hat doch gezeigt, dass das Abendland nicht untergeht, wenn es ein Transparenzgesetz gibt. Aber meine Damen und Herren, haben denn SPD und CDU stattdessen vielleicht auf anderem Wege die Informationsrechte der Bürgerinnen und Bürger gestärkt? Haben sie das gemacht? Haben sie vielleicht die Entschließungen der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten von Bund und Ländern umgesetzt? Davon gab es ja in den letzten Monaten und Jahren einige. Ich trage mal einige vor. Zum Beispiel die Entschließung Open Data stärkt die Informationsfreiheit. Sie ist eine Investition in die Zukunft. Oder die Empfehlung mit dem Titel Transparenz bei Sicherheitsbehörden. Oder die Entschließung für einen effektiven presserechtlichen Auskunftsanspruch gegenüber allen Behörden. Oder die Entschließung Verbraucher durch mehr Transparenz im Lebensmittelbereich schützen, Veröffentlichungspflichten für Hygieneverstöße jetzt nachbessern. Oder die jüngste gemeinsame Aufforderung für die neue Legislaturperiode mit dem Titel Informationsrechte der Bürgerinnen und Bürger stärken. Oder sogar die Entschließung mit dem Titel Mehr Transparenz bei der Wissenschaft, Offenlegung von Kooperationsverträgen. Haben SPD und CDU nur eine dieser genannten Forderungen der Informationsfreiheitsbeauftragten von Bund und Ländern umgesetzt? Haben sie das? Nein, sie haben nichts davon umgesetzt. Sie sind einfach untätig geblieben. Dabei wäre es doch so einfach gewesen, in der Transparenzdebatte uns Grünen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sie hätten nur eine Empfehlung oder eine Entschließung der Datenschutz- und Informationsfreiheitsbeauftragten umsetzen müssen. Aber sie haben es nicht getan. Stattdessen ziehen SPD und CDU sowie die rot-schwarze Landesregierung immer mehr in ihre Hinterzimmer sich zurück. Sie wollen beim Regieren offensichtlich bloß nicht von der Bevölkerung gestört werden. Haben Sie eigentlich Angst vor den Bürgerinnen und Bürgern, möchte ich Sie fragen? Warum machen Sie das eigentlich? Paradebeispiel für diese fast schon pathologische Geheimniskrämerei der Landesregierung sind die jüngsten Vorgänge rund um die Finanzierung der JVA Waldeck. Diese war Mitte der 1990er Jahre in einer öffentlich-privaten Partnerschaft errichtet worden. Ja, aber er passt leider wie die Faust aufs Auge hierher, Herr Müller. Nun wurde eben von einem ehemaligen Mitgesellschafter der Vorwurf erhoben, dass Schmiergelder geflossen seien und das Land eine viel zu hohe Miete zahle. Aber anstatt Aufklärung zu betreiben und die fragwürdigen Verträge zu veröffentlichen, mauert sich die Landesregierung gerade ein. Sämtliche Verträge zur JVA Waldeck wurden von der Landesregierung zur Verschlusssache erklärt. Also, sie wurden zu einem Staatsgeheimnis gemacht. Sogar die von uns Grünen angesetzte Beratung des Finanzausschusses wurde auf Verlangen des Finanzministeriums zur Verschlusssache gemacht. Ich bin über diesen Umgang, meine Damen und Herren, mit der Wahrheit und der Wahrheitsfindung einfach nur noch erschüttert. Offensichtlich ist die Regierung an einer echten Aufklärung gar nicht interessiert. Sonst würde sie doch einen solchen Verschlusssachen-Popanz gar nicht aufführen. Also ich verstehe einfach nicht, was eigentlich ihre Motivation ist. Angeblich sei ja laut Landesregierung alles zur Verschlusssache erklärt worden, weil die Daten und Betriebsgeheimnisse
des beteiligten Unternehmens geschützt werden müssen. Meine Damen und Herren, zunächst einmal hat die Bevölkerung ein berechtigtes Interesse an der Aufklärung und die privaten Daten des Unternehmens sind bereits durch diverse Gesetze geschützt. Eine Geheimhaltungseinstufung hat doch einzig und allein den Zweck, dass die Öffentlichkeit nichts von dem Vorgang erfährt. Da müssen wir uns doch nichts vormachen. Nur darum geht es Ihnen. Ich finde dieses Verhalten der Landesregierung ungeheuerlich und wir Grüne werden uns gegen diesen Geheimhaltungsirrsinn auch zur Wehr setzen, Herr Ringguth. Das werden wir Ihre Regierung so nicht durchgehen lassen, denn dieses ungeheuerliche Verhalten rüttelt an den Grundfesten unserer parlamentarischen Demokratie. Hier soll die Öffentlichkeit getäuscht und im Unklaren gehalten werden und die Opposition zum Schweigen gebracht werden. Das werden wir nicht mitmachen. Meine Damen und Herren, das von uns Grünen vorgelegte Transparenzgesetz fordert unter anderem die Veröffentlichung von genau solchen Verträgen, wie es diese gibt zur JVA Waldeck. Damit nämlich die Bevölkerung weiß, welche vertraglichen Verpflichtungen die öffentliche Hand eingegangen ist. Es sind nämlich ihre Steuergelder und deswegen sollte auch die Bevölkerung wissen, welche Verpflichtungen sie in ihrem Namen eingegangen sind. Mit unserem Transparenzgesetz würde im Übrigen auch den Forderungen der Informationsfreiheitsbeauftragten Genüge getan. Doch die Transparenz im Land, und das muss ich leider jetzt so unverblümt sagen, scheitert meines Erachtens an der Arroganz der Macht. Die Große Koalition will beim Regieren offensichtlich nicht gestört werden. Deswegen habe ich heute nur begrenzt Hoffnung, dass unser Transparenzgesetz vom Landtag beschlossen wird. Da mache ich mir keine Illusionen. Meine Damen und Herren, ich will noch etwas grundsätzlich zur Politik von SPD und CDU sagen und erklären, warum diese rot-schwarze Politik gerade in die völlig falsche Richtung läuft. Mit der Vorratsdatenspeicherung und der zunehmenden Überwachung soll der Bürger immer mehr von sich preisgeben. Die Bürgerinnen und Bürger werden in riesigen Datenbanken erfasst, durch Rasterfahndungen durchleuchtet, durch anlasslose Vorratsdatenspeicherung kriminalisiert, durch dumme SMS geortet, Passwörter von E-Mail-Konten werden ohne Richtervorbehalt abgefragt. Bundes- und Landesregierungen bleiben sogar untätig, wenn unsere Bevölkerung massenhaft von ausländischen Geheimdiensten, möglicherweise sogar von inländischen Geheimdiensten überwacht und ausgehorcht werden. In Zukunft sollen wir alle auch noch durch Nacktscanner am Flughafen laufen. Der Bürger wird im wahrsten Sinne des Wortes immer transparenter, aber der Staat selbst soll nach Ansicht von SPD und CDU undurchsichtig bleiben. Dabei fußt unser ganzes Grundgesetz auf dem Prinzip, dass das Individuum vor dem Staat als Gewaltmonopol geschützt wird. Meine Damen und Herren, Innenminister Cafier will die Mautbrücken auf der Autobahn zur anlasslosen Registrierung von Kfz-Kennzeichen nutzen, während die Landesregierung gleichzeitig Verträge der öffentlichen Hand zum Staatsgeheimnis macht. Das ist doch absoluter Irrsinn. Merken Sie nicht selbst, dass Sie in die völlig falsche Richtung laufen? Wir Grüne wollen nicht den gläsernen Bürger, sondern wir wollen den gläsernen Staat. Wir Grüne wollen private Daten schützen und öffentliche Daten nutzen. So herum wird ein vernünftiger Schuh daraus. Meine Damen und Herren, Mecklenburg-Vorpommern leidet an einem Transparenzdefizit. Und wenn Willy Brandt heute leben würde, er würde uns wohl nicht nur zurufen, dass wir mehr Demokratie wagen sollen, sondern er würde wohl ergänzen, dass mehr Demokratie nur mit mehr Transparenz gelingt. Also, meine Damen und Herren, lassen Sie uns mehr Transparenz wagen und, liebe Sozialdemokraten, beweisen Sie, dass man die Enkel von Willy Brandt noch in Ihren Reihen finden kann. Ich möchte noch etwas zu diesem Kostenargument sagen. Sehr eindrücklich hat uns die Referatsleiterin für E-Government und IT-Strategie der Hamburgischen Finanzbehörde, Frau Renate Mitterhuber, auf dem 8. Rostocker E-Government-Forum berichtet, dass die Umsetzung des Hamburgischen Transparenzgesetzes auf Hochtouren läuft und enorme Fortschritte erzielt hat. Frau Mitterhuber geht fest davon aus, dass das Hamburgische Transparenzgesetz zum allergrößten Teil fristgerecht umgesetzt werden kann. Und Frau Tegmeier, Sie waren ja damals auch dabei beim 8. Rostocker E-Government Forum, das können Sie dann auch sicherlich bestätigen, dass die Umsetzung des Transparenzgesetzes in Hamburg im unteren einstelligen Millionenbereich liegt. Das hatte uns Frau Mitterhuber so mitgeteilt. Also angesichts des hohen Haushaltsüberschusses in unserem Land und vieler fragwürdiger Lieblingsprojekte einiger Minister eine absolut überschaubare Summe. Herr Müller, Sie sprechen mich immer auf die Hubschrauber an. Ich sage Ihnen, wir brauchen sicherlich auch einen Hubschrauber, um zum Beispiel nach vermissten Personen zu suchen. Aber brauchen wir auf der Strecke
von 40 Kilometern zwischen Rostock und Güstrow brauchen wir 6 öffentlich finanzierte Hubschrauber. Da möchte ich doch sagen, da gibt es Einsparpotenzial und wir können alle Aufgaben, die diese Hubschrauber erfüllen, mit sehr viel weniger Mitteleinsatz erfüllen. Und das wäre vernünftige Haushaltspolitik. Das heißt, wenn Sie mir jedes Mal das Wort Hubschrauber an den Wort schmeißen, dann möchte ich Sie doch darauf hinweisen, dass das eigentlich ein Wunderpunkt Ihrer Regierung ist. 6 öffentlich finanzierte Hubschrauber, die zum größten Teil einfach nur rumstehen. Meine Damen und Herren, auf dem aktuellen, ich komme zurück, auf dem aktuellen Open Data Index der Open Knowledge Foundation liegt Deutschland im Übrigen, und jetzt hören Sie zu, hinter China, Russland und Moldawien. Auf dem aktuellen Open Data Index steht Deutschland hinter China, Russland und Moldawien. Also, bitte geizen Sie nicht mit den öffentlichen Daten und Informationen, die den Bürgerinnen und Bürgern gehören, weil Sie diese täglich mit Ihren Steuern bezahlen. Ein Aufruf, gebt die öffentlichen Daten frei und schützt die privaten Daten der Bürgerinnen und Bürger vor den Geheimdiensten und den staatlichen Datenkraken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.